It is fucking nur einen einzigen Punkt, der mich bei dem Messer total nervt. Aber so ist es nämlich ein Schaß. Aber gut, mit diesem Instrument hier, gebe ich zu, geht's schon ein bisschen besser, ja. Zero Toleranz CT6. Ja, so heißt dieser Zahnstocher. Das Messer mutet militärisch feldmessermäßig an, ganz einfach. Ein fettes Stück Stahl mit zwei G10 Griffschalen, mit einem Guard vorn und hinten. Und ich habe mir gedacht, ist das auch ein Outdoor-Messer? Da ist es einfach nur gut in der Vitrine und im Katalog. Und deswegen habe ich ein bisschen damit gearbeitet. Also schnitzen, hacken, hauen, brechen. Ja, und was soll ich sagen? Der Stahl ist ein CPM3V metallurgischer Superstahl made in the United States of America. Ja, und das sieht man natürlich auch, wenn man sich so ein Teil kaufen mag. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link, wo du das holen kannst und schau mal nach. Ja, und solltest du noch nicht sitzen, dann setz dich hin. Ja, ich weiß, das Ding ist nicht ganz günstig, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, es ist wirklich gut gemacht. Es gibt nur einen einzigen Punkt, der mich bei dem Messer total nervt. Und das ist, nein, ist nicht der Preis. Ist nicht der Preis, sondern, schau mal her, zum Hacken, Hauen, Brechen ist es super. Aber es gibt natürlich ein Problem und zwar das hier. Ich verstehe schon, wenn das auch irgendwie so ein bisschen ein Kampfmesser sein soll, dann muss man ja hier vielleicht irgendwo eine Klinge abfangen, wobei ich das sowieso nicht glaube, dass das geht. Und bei so einem Messerkampf habe ich mir sagen lassen, der weniger schwer verletzt ist, der hat gewonnen. Ja, so funktioniert das. Also das fängt keine Klinge ab, ich glaube das irgendwie nicht, oder? Aber ich bin kein Messerkämpfer, wenn du das besser weißt, schreib mir bitte einen Kommentar. Sei es drum. Es hat natürlich den Sinn, dass man den Guard oben und unten hat, dass man beim Zustechen noch einmal den Daumen, schätze ich jetzt mal, irgendwie abstützen kann, damit das mit dem Zustechen besser funktioniert. Aber da ich das so selten mache, ist mir der obere Guard einfach im Weg. Ja, im Weg. Also immer dann, wenn ich etwas schnitzen will und das Ding schneidet extrem gut, ist unglaublich. Dann drückt mir der in meinen Diva-Daumen rein. Und das mag ich nicht. Und auch wenn man übergreift, weil das Holz vielleicht etwas zäher ist, jedes Mal drückst du dir diesen Guard hier oben in den Daumen oder in den Handballen. Und Amerikaner würden wahrscheinlich sagen, it is fucking na, so wild ist natürlich auch nicht. Aber ich glaube, du merkst meine schlechten Vibrationen. Also das macht mich porös. Gut, jetzt kann man sagen, Reini, du Dummkopf, warum kaufst du dir auch ein Kampffeldmesser? Ja, weil ich es einfach ausprobieren wollte. Was sonst? Ist das Messer wirklich, 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 wirklich gut? Das Chimping stört überhaupt nicht. Der Schmerz im Daumen war so intensiv, dass ich das Chimping gar nicht gemerkt habe. Und auch zum Hacken oder Hauen oder Brechen oder ja, zum Batonieren ist es wirklich eine Freude. Es ist wirklich, wirklich stabil und das hat mich sehr positiv überrascht. Auch die Oberflächenbehandlung ist so gut gemacht, dass durch Hacken, Hauen, Brechen, Batonieren relativ wenig Abrieb entsteht. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Die Spitze ist auch sehr brauchbar, um ja, zum Beispiel zum Bohren. Nicht so wie bei unserem bekackten Survival Beaver, wo ich mir von anderen Messer-YouTubern nachsagen lassen muss. Nee, mit der Spitze kann man nicht arbeiten. So schlecht ist das gar nicht. So schlecht ist das gar nicht. Aber gut, mit diesem Instrument hier, gebe ich zu, geht's schon ein bisschen besser, ja. Mitgeliefert wird auch eine Kaidek-Scheide und bei der habe ich irgendwie so ein bisschen eine Hassliebe. Was bedeutet das? Manchmal steckt man das rein und das Messer bewegt sich gar nicht und dann wiederum, wenn man nicht den richtigen Winkel hat, dann macht es den hier und ich glaube auch, dass das irgendwie, ja, dann irgendwie nicht passt. Komisch. Jetzt sitzt es wieder ganz fest drinnen und ich weiß nicht, einmal so, irgendwie, wenn mir irgendjemand helfen kann und sagt, Reini, du machst irgendwas falsch und Dann sagen wir das bitte. Ja, sagen wir das bitte. Aber so ist es nämlich ein Schaß. Und ich bin noch nicht drauf gekommen, wie der Winkel sein muss, damit es auch wirklich. Ah, jetzt. Damit es auch wirklich hält. Das ist eigenartig bei dieser Kaidek-Scheide. Der große Vorteil ist, dass unsere Universalhalterungen da drauf montiert werden können. Das heißt, wenn du einen Feuerstahl montieren willst, zum Beispiel hier in Glow in the Dark, dann ist das möglich. Aber das war billige Eigenwerbung. Gut, wobei man kann sich jetzt die Frage stellen: Schön, dass man das montieren kann. Aber kann man damit überhaupt einen Feuerstahl bedienen? Und die Antwort ist, naja, es geht nicht. Also alles hinten am Klingenrücken abgerundet, dann hier haben wir sowieso das Chimping, aber es geht nicht. Es ist nirgendwo eine scharfe Kante, also entweder Feuerzeug mitnehmen oder Striker oder Streichhölzer oder gar kein Feuer machen, ist am besten. Bedeutet also, dass ich die Universal-Feuerstahlhalterung da drauf nicht montieren brauche, weil es sinnlos ist, aber dafür ist sie ja universal und passt auf so gut wie jede Kaidek-Scheide drauf. Du, ich wollte sagen, das gibt es jetzt auch bei Amazon, gebe ich da auch den Link, gell?
Die Griffschalen sind komplett gerade gehalten. Das bedeutet, das ist jetzt nicht irgendwie geformt. Und ich weiß, dass es Messernutzer gibt, die sagen, genau so muss das sein. Keine Formung, keine Vorgabe. Super. Und andere wünschen sich halt einfach mehr Kontur, mehr Fleisch beim Griff. Es liegt einfach an dir, was da lieber ist. Und mir ist es mit Kontur, also hier etwas bauchigerem, lieber als dieses gerade hier. Besonders bei einem Messer, wo ich hacken und hauen will. Zum Beispiel bei etwas kleinerem, einem EDC-Messer oder für Kniffen F1 was Kurzes. Da sage ich, okay. Aber das Ding ist auch dementsprechend schwer, also es hat schon einiges an Gewicht. Alle technischen Daten, ja, findest du natürlich billige Eigenwerbung, wo du das auch kaufen kannst. Gebe ich da unten den Link dazu. Und das ist halt einfach anders. Ne? Und da wünschte ich mir etwas mehr Kontur. Auch beim Hacken und Hauen. Also hier hinten beim Griff fehlt einfach so ein Huppel, ja, dass man es besser festhalten kann. Und es ist einfach in alle Richtungen gerade. Und da ich ohnehin der Meinung bin, dass das nur zum Stechen ist und da ist es dann egal und nicht zum Hacken und Hauen, aber das fehlt einfach und das macht sich bemerkbar. Und ich habe auch kein Lanyard-Loch finden können. Ergo, du musst wirklich gut aufpassen, dass du das bei nassen Händen und bei kalten Händen beim Hacken nicht aus der Hand fällt. Und das ist halt der Unterschied zu einem wirklichen Bushcraft- oder Outdoor-Arbeitsmesser. Da ist das eben so geformt. Der große Vorteil ist aber, egal wie groß deine Hände sind, es gibt niemals irgendeinen Bereich, der unangenehm ist. Also das ist der Vorteil. Und vielleicht noch einmal zum Guard, auch wenn man jetzt mit dem Knie arbeiten mag, ja, wenn man mit dem Knie schnitzt und oder also es ist immer beim Schnitzen irgendwie im Weg, das Teil. Weil da ist noch einmal eine schöne Stahlkappe drauf gemacht und das ist natürlich als Nothammer cool oder wie gesagt eben als Meinungsverstärker mutmaße ich jetzt mal. Wenn man jetzt ein Feldmesser sucht, mit dem man einerseits Bushcraften kann, also Survival Skills, Outdoor Survival Skills praktizieren möchte, dann ist man da gut aufgehoben. Also es macht alles mit und wenn ich der Huppel hier hinten dieser Guard nicht stört, dann ist das Messer auch wirklich, wirklich in Ordnung. Auch die Schleifkerbe, okay, da könnte man jetzt sagen, man könnte die ein bisschen kleiner machen, aber auf der anderen Seite, dann kommt man mit dem Schleifer zum Guard wieder nicht hin. Also ich glaube, dass das Ganze schon gut überlegt ist. Und wenn du auf CPM3V pulvermetallurgischer Superstahl aus den USA stehst, dann magst du mit dem Messer nichts falsch. Also Fazit, ich habe es eh schon 100.000 Mal gesagt, der Guard hinten stört mich. Bei der Scheide bin ich auch noch nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Also ich hätte gerne eine Dummy-Lösung für mich. Ja. Habe ich dabei nicht gefunden. Manchmal hält's, manchmal hält's nicht. Und wenn dir der Stil gefällt, dann magst du bei dem Messer auf jeden Fall einmal nichts falsch. Wo du das kriegst, habe ich dir eh schon gesagt. Link unten benutzen und denk dran. Keine Toleranz den Chimpings und den Guards, die dem Diva-Daumen wehtun. Da habe ich keine Toleranz für.